Wenn sich die Piraten treffen, so wie heute Vormittag in Dresden, dann heißt es erstmal Technik aufbauen. Ein Mikrofon für die Live-Übertragung ins Internet, das Passwort für den Internetzugang für alle an die Tafel, Stecker rein und los geht's. Die Bundespartei hat mittlerweile 1,5 Mitarbeiter, aber hier in Sachsen ist alles noch ehrenamtlich. Frauen sind nicht so viele unter den ca. 700 Mitgliedern der sächsischen Piraten. Die Partei hat im Moment auch im Freistaat viel Zulauf. Abgestimmt wird wie in anderen Parteien auch per Stimmkarte, sonst aber passiert viel im Internet. Also durch die große Kommunikationsvielfalt, die wir in der Piratenpartei haben, ist es manchmal schwierig, alle Kanäle so zu bündeln, dass man auch die Antworten auch richtig verwerten kann in Anträgen, in der Meinungsfindung, Meinungsbildung etc. Aber deshalb versuchen wir halt auch strategisch ganz klar auch echte Treffen, zum Beispiel auch hier in Dresden lokal zu gestalten. Inhaltlich sind die Piraten in Sachsen bislang zweimal aufgefallen. Zum ersten beim Protest gegen den Parkeintritt in Pillnitz und zum zweiten kippten sie eine Stadtratsentscheidung zum Stadionneubau in Chemnitz. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz. Erstmal bei uns selber. Unsere eigenen Entscheidungsfindungsprozesse sind offen für jeden und nachvollziehbar für jeden. Und das sind auch die Ansprüche, die wir an Politik und Verwaltung stellen. Seit 2007 gibt es die sächsischen Piraten. Zur letzten Landtagswahl kamen sie auf 1,9% und profitieren damit auch schon von der staatlichen Parteienfinanzierung. Die derzeitigen Umfragehöhenflüge bewerten sie vorsichtig. Von diesen Umfragen halte ich relativ wenig. Ich beobachte sie selbstverständlich. Aber das hat keinen Grund abzuheben. In sächsischen Stadt- oder Gemeinderäten sitzen die sächsischen Piraten bislang noch nicht. Lediglich in Nordsachsen läuft derzeit eine Kreisrätin der Linken zu den Piraten über. Von nun an wollen die Piraten bei vielen Wahlen in Sachsen antreten, unter dem Motto: Klar machen zum Ändern.